Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales from the Borderlands. Wir sind in dieser wunderbaren Welt angekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das der Dome, um den es gerade geht? Entrance Overseas Tower. Okay. Auf jeden Fall scheint hier alles ziemlich frostig zu sein. Da ist ein eingefrorener Baum. Ja. Haut ihn jetzt nicht so doll um. Pilze gibt's hier auch. Oh, die leuchten. These aren't frozen. Cool. Das scheinen warme Pilze zu sein. Können wir die berühren? Nee, ne? Die hätten wir vielleicht rausfinden können, dass sie warm sind. Zumindest vermute ich das mal. Hä, Sascha, I've been on Pandora all my life, but I've never even heard of this place. Oh, this place is nothing. You should see how Pandora looks from Helios. Is it pretty from up there? Like a big old diamond or some other gem thing. You know what I mean. Kinda cheesy, but yeah. Pandora sieht total hässlich aus. Aber naja. Wir versuchen es mal. Ja, es gibt euch ab. Oh, Goddess! Ja, Goddess, entspann dich mal. Wir waren da einfach auf dem Rücken von dem Loaderbot geklebt. Kristalle. Können wir die abbauen? Das könnten wir als Lampe nehmen. Was ist da? Hallo? Oh. This place is cool. Das ist schön, so, Gordes. Das freut dich. How do we get in? Tja. I thought you destroyed everything, Atlas. Huh. Guess I missed this one. What would you have done if you'd found it? Reduce it to rubble, grind the rubble to dust, kill everyone inside. The standard. Gordes. Wir wollen jetzt mit ihm reden. This has to be the most exciting thing I've ever done. LB, wie geht's euch? Joints holding up okay in this cold? No problemo. Oh, my God. Are my two favorite robots. You guys having a good time together? Huh? Exchanging oil recipes or whatever you talk about? Yes! I'm learning so much about how you dropped a fake vault key, how you lost $10 million, and how... Gee! Thanks! I cannot hold back your tide of bad decisions. Loaderbot, das war gemeint von dir. Been a crazy day, am I right? Es gibt keine falschen Entscheidungen. You are very right. Wait, you're not being sarcastic, are you? Why would I? Wow, I am so not used to this. It's kind of refreshing. Yeah. Hey, robots, what you doing? Have you found my upgrade yet? No. Nein. Oh, ich schlafe die ganze Zeit vor dir, Alter. Hey, I'll keep looking. We'll find it. Hey, you guys let me know if you find anything, alright? I'm gonna keep poking around. Ja. Alles gut, ihr beiden. Jetzt gucken wir uns erstmal die Pilze an. Guck dir die Pilze an, Alter. Da könnte man hochklettern. Oder auch nicht. What were you staring at? Mir ansehen. You weren't like scanning me or something, were you? As you looked like you were having fun. It was nice. Don't get creepy on me now. Kann man nicht mal ein Kompliment machen hier in dieser Welt? Mann, Mann, Mann. So, das sieht doch aus. Ja. Gucken wir uns erst. Nee, komm. Wir drücken hier gleich den Hebel. Oh, schon geht die Tür auf. Na, oder auch nicht. Toll. Hat ja gut geklappt.
Das ist der Job für Loderborn. Ja, guess it's stuck. Ja. Geh mal! Rissa, als ob du das schaffen könntest. Du tust dir nur weh. Vaughn macht das. First I thought it was too long to be a tie. And then I saw it tucked into his pants. And then I had no idea what was going on. Yo, Loderbot. Could you use a hand here, old amigo? Old amigo. Mein Mensch braucht mich. Schöner Kosename für mich. Vaughn's motion circuits are still disabled. Oh, like with the paralysis? Yeah, keep hoping that'll wear off, but not yet. When will Vaughn's status return to normal? Are you worried about it? Is worry something this unit can even do? This unit? I may be robotic, but I still care. Oh, das hat er schön gesagt. Ich mag meine Loderbot. Why was Vaughn punished? Das weiß ich auch nicht. It wasn't his fault. I think maybe it could have been my fault. I had a chance to take control of the situation, and if I had, then maybe Vaughn would have never gotten hit by that stupid little robot. No offense. Das würde mich aber interessieren, ob es die Möglichkeit geben würde, dass Vaughn nicht getroffen wird. He's gonna be fine, okay? He'll be, you know, making dumb jokes and tripping over his own feet again in no time. If you say so, this conversation has been recorded. Oh. Okay, good, great. You cool. You keep on doing that, and I'll check back in with you. All right, buddy? Standing by. Oh, Gottes. Du solltest da nicht so einfach rumfahren. Das sieht drin genauso aus wie draußen. Nice work. Oh mein Gott. Wenigstens einer dieser Gruppe mag mich. Das ist der einzige, der kein Mensch ist. Ist schon ein bisschen traurig. Haha, we made it. Entrance this way. Ach echt? Nur weil es eine große Tür ist, oder was? Oh, very good, Reese. Er ist rot, ne? Also, push the button, würde ich sagen. Nichts passiert? Oh doch, es passiert was. Is this creepometer going bananas right now? Hey, Vaughn! Unclear. I am unable to translate paralytic grunts. So, my upgrade's nearby. Sorry, it's kind of spooky in here. You know, just once, I'd like to search an abandoned health spa or something. Scan den Raum nach dem Fahren. Vaughn ist ja der Einzige, der nach hinten geguckt hat. Vielleicht hat er irgendwas gesehen. Could you please describe to me how you think that would work? Well, your sensors kind of like sweep the room's vectors. I mean, that was a totally valiant effort. But no, it doesn't work like that at all. Well, we know your upgrade is nearby. Let's look around in here. Ja, das wollen wir doch mal machen.
Als erstes machen wir aber klein. Any luck? Trash talk no, mit but Sasha. Found out where we are. Or at least what this place was. Some kind of top secret Atlas biodome. Not much else in the system. Uh-huh. Any sign of the Gordas upgrade? Not yet. We'll keep looking. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Hier nehme ich die Beute. Das ist eine große Kiste. Ist da eine Waffe drin? Oh, ganz viel Geld. Da bin ich dabei. Du nimmst sie nur ein? Ach, Mädchen. Du bist zu gut für diese Welt. Oh, $250. Das hat sich ja gelohnt. Oh, eine Karte. I think the technical term for this is highly goddamn suspicious. What's that? Map. What kind of map? Unclear. The markings on it seem deliberately obscure. Oh, how fun! Like a treasure hunt map! Yeah, Gordas, something like that. But it doesn't appear to lead to anything, so I doubt it has anything to do with your upgrades. Schade. Ja, dann müssen wir mal weiterschauen. Gordas, wie geht's dir denn? Ach, mit Lola war gut, Gordas. Your upgrade is around here. I'm positive my energy chassis is here. Somewhere in the general vicinity. Ish. We will find it. It will be glorious. Aw, thank you. I'll just keep looking. Oh, die beiden, die haben echt eine Harmonie zusammen hier. Was gibt's denn noch so? Ist das fresh fruit? In here? Find something? And Drake fruit stash. Ja, war hier vor kurzem jemand. Can I have some of it? Someone took a bite out of the only fresh piece. So sure, if you want cooties. Ist das hier gewesen? Hallo? Gehen Sie bitte weiter. Nein, weg, fest! Da. So. Schnellwechsel. Hier sieht... Ja, das ist die Kaffeemaschine. Was ist das? Nothing here. Schade. Ich hätte noch ein bisschen Geld gebrauchen können. Kann ich mit ihr reden? Nee. Warum bewegt sie... What the fuck? Das war eine krasse, fleischfressende Pflanze. Oh, schönes Käffchen! Atlas Extreme Atlas Kaffee. 5000. Is it still working? Huh? Why? Atlas might be full of corrupt, murderous bastards, but they made the best lattes. Ja. Nope. Ugh. Schade. Damn Atlas. Ja, Atlas ist scheiße. Was haben wir denn hier? Den Schnellwechsel. Können wir uns unser Aussehen ändern oder was? Anyone need some new gear? Any weapons? Nah, no weapons. But there is stuff in here you guys might be interested in. Oh, toll! Wir können unser Aussehen ändern! Hey, hey! Woo! Oh, wir können... Oh! Oh, das sieht auch schick aus. Wir haben ja ein bisschen Knete, ne? Warum sollte ich vorne eine neue Brille geben? Die Flammen, der Flammphönix für Fiona sieht ganz schick aus. Aber was wir definitiv machen, der Loaderbot. Hey Loaderbot, I got you something. Schönen Anzug. Hey, you look good. Style unlocked. Ja. Ah, oh, der Loaderbot sieht so geil aus. Guckt ihn euch an. Ja, okay, wir sehen ihn nur von der Seite. Schade. Aber er ist jetzt richtig schick, aber er trägt einen Anzug. Und mit diesem Anzug und unseren Freunden werden wir in der nächsten Folge weiter nach dem Upgrade für Gordas suchen. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, eine neue Folge Tales from the Borderlands.